Sie halten zu ihm. Ganz in den Farben der Monarchie gekleidet, beweisen die Menschen ihrem König Rama X. ihre Loyalität. Eine Loyalität, mit der viele andere längst gebrochen haben. Seit Monaten machen sie ihrem Unmut Luft, fordern den Rücktritt des Ministerpräsidenten und stellen die Monarchie selbst in Frage. In den ganzen letzten Jahren haben wir so viele Ungerechtigkeiten in diesem Land erlebt. Ich denke, das ist der Moment für Veränderung. Ich will, dass der König nach Thailand zurückkehrt. Ich will, dass er die Probleme kennt, die in dem Land auftreten, dessen König er ist. Denn seine Zeit verbringt der extravagante König viel lieber in Deutschland. Wochenlang hatte er sich mit seinem Harem in diesem Luxushotel in Garmisch-Partenkirchen eingemietet. Dort hüllt man sich über den royalen Gast allerdings in Schweigen. In Thailand aber wollen die Menschen Antworten auf die Frage, hat Rama X. etwa von Deutschland aus regiert? Denn das könnte gesetzwidrig sein. Wenn es dort Dinge gibt, die wir als rechtswidrig empfinden, dann wird das sofortige Konsequenzen haben. Lange galt Kritik am Königshaus in Thailand als Tabubruch. Jetzt ist die Monarchie so unbeliebt wie nie. Der Auslöser, wie es scheint, die vielen Auslandsaufenthalte des 68-Jährigen. Sie leiten daraus ab, dass sich der Monarch deswegen nicht genug oder nur zu gering für ihre eigenen Belange, für die Belange der normalen Leute auf den Straßen Thailands einsetzt. Probleme, die das Parlament in Bangkok derzeit in einer Sondersitzung zu lösen versucht. Dass es konkrete Beschlüsse macht, wird jedoch nicht erwartet.